Zu Wort ist nun niemand mehr gemeldet. Damit schließe ich diese Debatte. Ich frage, ob die Frau Berichterstatterin das Schlusswort wünscht. Das scheint nicht der Fall zu sein. Wie vereinbart verlege ich die Abstimmung an den Schluss der Verhandlungen über die Vorlagen des Verkehrsausschusses. Das Thema Impfpflicht war heute schon mehrmals Thema hier im Nationalrat. Mit einer Ablehnung für den folgenden Entschließungsantrag muss die FPÖ rechnen. Sie kritisiert die Bestimmungen der Covid-19-Verordnungen, wonach Personen, die keine Covid-Impfung erhalten haben, von Fahrausbildungen und Führerscheinprüfungen ausgeschlossen werden. Die Bundesregierung müsse zumindest für eine Sonderregelung in den Covid-Verordnungen sorgen, die den Führerscheinerwerb und die dafür notwendigen Fahraus- und Weiterbildungen sowie die Ablegung von Prüfungen gestattet. Das fordern die Freiheitlichen.